Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Höhlenforscher Simulator 2018. Ich habe gerade irgendwas gehört. By the Forest. Ja, das höre ich die ganze Zeit. So ein Gesumme? So ein leichtes Brrrr. Hin und wieder. Okay. Oh, das sieht übel aus hier. Das ist doch mal ein schöner, netter Gang. Oh mein Gott. Und man sieht, es ist nicht naturell. Kann man da tauchen? Muss man da tauchen? Nee, ich glaube, man muss hier geradeaus weiter. Wenn ich... Hier ist ein Bild. Vorsicht, ich höre was. Da unten sind welche. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch da ein bisschen Gehechel. Okay. Ich fange mal an, das erste anzukugeln. Beweg dich doch jetzt nicht. Huch. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ich häng fest. Gut, ich sagen. Müssten mal versuchen, hier irgendwie rauszukommen. Ich hoffe, das waren nur normale. Ja. Sehe auch niemand anderen. Okay, der eine ist tot. Wollen wir ein Lagerfeuer machen und die Knochen? Jetzt mal tot, Digga. Hallo? So, warte. Tot. Also bei drei Leuten lohnt sich das ja, ne? Mhm. Meine Rüstung ist nämlich auch nur noch halb. Bei mir geht's noch. Oh. Liegt hier nicht noch irgendwo einer? So, es waren jetzt noch drei, oder? Jetzt habe ich volle Knochenrüstung und noch 6 Knochen im Inventar. Ich habe 3 Knochen im Inventar und mir fehlen noch 2 Knochendinger, Rüstungsviecher. Ja, dann kommen da ja gleich welche raus. Jo. Nur, wir haben uns ja gut vorbereitet. So. Aber du siehst, das ist nicht von Natur aus. Nee. Also wir sind auf richtigem Wege. Oh, das da hinten sieht auch schon so aus. Bin gespannt. Naja, ich bin nah hinter dir. Toll. Also Hauptsache hinter dir, aber halt nah hinter dir, ne? Der arme Timmy. Glaub so viel ich weiß, nämlich hier irgendwo hier hinten war das. Ich glaube, da vorne. Ne? Da ist das Ende. Ich glaube, da vorne müssen wir rein, meine ich. Sieht zumindest es sieht sehr, so aus. Sehr nach dem aus, dass da etwas raus ist. Hier ist noch Nikos City. Und ein paar Knöchel. So. Und hier. Nach unten. Und hier müssen wir nämlich wieder nach oben. Oh, voll. Ja. Hm. Yay! Ih, steck mir nicht deinen Hintern ins Gesicht. Warum nicht? Darum.
erstmal das Schwert in die Hand nehmen? Ja, habe ich schon. Oh Mann. Geht's mega tief runter oder was? Moment. Ich gerade selbst die Orientierung finden. Ist bei dir da hinten alles schwarz eigentlich? Inwiefern schwarz? Dass du nichts siehst. Also ich sehe voll die Umrisse von allem, als ob hier die Sonne reinscheint. Ja, Umrisse und da hinten sehe ich ein bisschen Felsen. Ich höre was. Ich auch. Wo? Da unten. Rechts unten. Da kommen sie. Siehst du sie? Ja. Ja. Und zwar hier ist eine richtige Horde. Hier. So sehen wir auch ein bisschen besser. Wer die Leute brennt, ist schöner. Sind nämlich sehr, sehr viele. Ja, die rennen um dich rum, alle. Die Horde rennt. Das sich so an, so, oh, ich falle. Schön. Der saß gut. Ja, ich zünd jetzt mal alle an. What the fuck? Dann wäre gleich neue Knochen machen. Eine Flammenmumie. Was laufen soll, Alter. Er brennt. Und tschüss. Sicht. Ja, der eine, der kommt da, glaube ich, nicht mehr hoch. Nein. Zack. Ja, Alter. Musst du da echt mehr blocken, ne? Ja. Fällt mir gerade auf. Okay. Also doch noch mehr als nur eine Person. Wir liegen eine schon sechs Leichen. Noch. Mindestens zwei? Eine. Alter! Hab ich erlaubt, dass du mich hauen darfst? Genau. Bau mal ein Lagerfeuer. Ja, mach du mal. Die letzten zwei Lagerfeuer hatte ich ja gebaut. Ja, deswegen. Weil ich glaube, du kannst deine Rüstung ein bisschen wieder aufbessern. Ja. Bin bis auf 4 runter. Okay. Ich habe ja von hinten diesmal dann. Nimm du diesmal die Knochen. Da unten liegt noch einer. Ja, ich sammle hier gerade meine ganzen Pfeile ein, die ich hier verschwendet habe. Stimmt. Hier in den im Hintern von der Leiche. Hier. Der hier vor mir. Da, ja, bei mir ist nicht mehr. Ach so. Ach, hier? Ist noch einer. Aber schön im Hintern reingeschossen. Richtig toll, ne? Es war alles geplant. Hier liegt auch noch einer. Kannst ja richtig viele Rüstungsteile machen. Ich will doch nicht in die Hand nehmen. So, drei nehme ich mir auch mal, dann kann ich nämlich meins noch aufrüsten.
So. Ja. Der Sache. Wie viel Stoff hast du noch? An sich? 35, 30 oder so. Brauchst du was? Ich habe noch 2 Stoff, deswegen. Oh. Ja, also Leichen liegen jetzt hier nicht mehr. Außer beim Lagerfeuer. Lagerfeuerlied. Doch hier. Direkt hier oben. So, ich behalte jetzt mal 9 Stoff. Yep. Und Energy. Kombinieren. 1, 2, 3. Und. Na komm. So, ein paar sind noch neben dem Lagerfeuer gelandet. Mhm. Ups. Zündelst dich wieder selber an. Ja, das mache ich gerne. Ups, ich wollte es essen. Nicht in die Hand nehmen. So. Bist du wieder voll mit Rüstung? Ja, und du? Ja, also mir würden jetzt noch Knochen fehlen. Ja, dann sammel du denn erstmal Rest. So gut es du kannst natürlich, ne? Oh, ich bin jetzt voll mit Knochen, glaube ich. 14. Na, dann nehme ich jetzt noch die restlichen Knochen hier. Ich habe dir noch mal ein Fleisch raufgeschmissen. Dann können wir jetzt weiter. Jo. So. Hallo, du sollst Feuerzeug anmachen, nicht aus. Meine Güte. Ich gönne mir jetzt mal die Taschenlampe. Stimmt, die haben wir ja auch noch. Das habe ich jetzt total vergessen. Und ich würde mal schnell meine Pfeile aufbessern. Hm. 36. So. So. Ach stimmt, ich wollte ja die Taschenlampe ausrüsten. Wo ist sie denn? Bei dich, guck mal. Ich finde die Taschenlampe gerade nicht. Die ist links neben dem Katana. Wenn du ganz links guckst, liegt ganz an der Seite das Katana. Ja. Und daneben steht die Taschenlampe. Das, dieser schwarze. Bei mir ja. Nicht. Unterhalb des Bogens und oberhalb der Reparaturwerkzeug. Ja, dann bei mir wohl nicht, weil ich. Oh, warte mal. Kann man das denn benutzen? Aufgeladene Taschenlampe. Ich habe nämlich die Taschenlampe im Bogen. Ach ja, stimmt. Du hattest die ja in den Bogen eingebaut. Aber wie kann ich das jetzt aufrüsten? Vielleicht Bogen ausrüsten und dann mit L? Weil ich kann ja an sich. Nee. Hm. Egal, ich behalte jetzt das, du hast ja die Taschenlampe. Genau. Sprich, ich darf wieder vorlaufen. Mhm. Das wird ja spaßig. Gehen wir hoch. Mal gerade mal gucken, ich. Ich glaube, da hinten, ja. Lang. Ist auch schön, wie er mit einer Hand schwimmt. Und mit der anderen das Feuerzeug hochhält. auch die Taschenlampe, ja. Weißt du? Oh, da ist normal. Ein Zelt. Da ist ein Zelt. Zelt. Ich muss da hin. Das heißt, wir können zur Not auch nochmal speichern.
drin. Ich speichere. Hast du gespeichert? Ja. So. Also bei mir war bei den Dingern nichts drin. Nee, bei mir auch nicht. Okay. Ein Gang. Das sieht auch schon wieder so gewollt aus hier. Ja. Und das zeigt doch, dass wir schon mal richtig sind. Das sieht hart danach aus, ja. So, hier ist noch so ein schönes Bildchen. Ach da. Was zur Hölle? Scheiße? Scheiße. Okay. Scheiße, da brauchen wir dann noch eine Karte. Das wäre jetzt echt scheiße. Oh, ein Schrittzähler ist nebenbei mit drin, ne? Ja. Kann man das nicht aufspringen? Ach Gott. Warte mal kurz. Dam, 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 dam. Wir stehen vor der Tür und kommen nicht weiter. Ich habe aber nichts ins Inventar. Vor allem im Inventar, was da irgendwie... Ich versuch gerade mal über Google. Weiß alles, ne? Ja. Und weiß Google alles? Tiefes Loch mit der Tauchausrüstung und einer Kika können Sie den Geheimbereich betreten. Oh nein, nein! Oh Gott! Weiß die zufällige Karte hier auch, wo diese scheiß Keycard an ist? Ist sie wenigstens in der Höhle? Die Keycard da unten. Schau mal. Ich würde vorschlagen, wir machen hier einen Cut und treffen uns wieder, wenn wir die Keykarte haben im Let's Play. So, da sind wir wieder. Mal eben schnell. Mal eben. Auf mysteriöse Weise. 45 Minuten offscreen. So eine ganz mysteriöse Weise habe ich dann doch mal so eine Schlüsselkarte im Inventar gefunden. Das ist aber toll. Wehe, bei mir geht die Tür jetzt nicht mehr auf, ey. Jetzt kann ich nämlich E drücken. Ich halte eine Karte an die Tür. Bei mir ist es zumindest mal grün. Und sie geht auf. Sie geht auf? Ja. Und guck mal da, ein roter Gang. Das Bild von eben. Merkwürdig. Und wie du siehst, sind wir nicht mehr in einer höhlenartigen Höhle, sage ich jetzt mal. Sondern wirklich in einem Gang. Und hier ist Farbe. Schade, dass er den Akkuschrauber mal mitnimmt. Oder mal guckt, was in der Sporttasche hier drin ist. Ja, ne? Ja? So, hier hoch. Bin gespannt. So. Erstmal genau. Hier hinten gucken. Genau, da war noch Knochen und allerlei Sachen. Nur kein Stoff. Ja, vor allen Dingen auch Medizin. Und ich bin voll mit Medizin. Ich auch. Aber das haben wir extra gemacht. Ja.
frag mich ja, wer das alles gebaut hat. Hopp. So, also da kommen wir schon mal nicht mehr hoch. Ja. Oh Gott. Ich bin durch die geschlossene Tür gegangen. Hier ist noch eine Akte zum Ansehen. Und das Mädchen kennen wir. Erinnerst du dich an die eine Kassette? An diese eine Videokassette, wo dieses Mädchen im Heli saß und den Berg angeguckt hat? Ja, das kann sein, stimmt. Das ist nämlich ein Mädchen, was auch hierher verschleppt wurde. So, hier unten geht's weiter. Und hier, glaube ich, ist nur was zum Sammeln auf der Ecke, genau. Und zwar Stoff. Oh, ein Glück. Und noch mehr Spielzeuge. Aber du musst mal schauen. Sieht das süß aus. Nach welchem Geschlecht sieht das aus? Nach Mädel, ne? Das ist der springende Punkt. Noch haben wir da mehr Mädchensachen als Gummisachen. Timmel. Timmel. Nimm doch die Schraubenschlüssel mit, du Lappen. Okay, Timmel ist ja auch gerade erst. Hier ist noch Stoff an der Seite. Ja. Gerade erst hier entführt worden. Hier geht's Warte. Hoch. Ich wollte mich gerade beschweren. Ja. Manchmal übersieht man sowas, aber. Ach du Scheiße. Eine Cafeteria. Periodic Table of Elements. Was steht da? Ich so. Achso, die große Tafel der Elemente. Hier ist erstmal eine Sitzbank und Alkohol. Ich guck mir das hier gerade an, das ist voll spannend. Hier ist noch eine Leiterplatten in den Dings drin. In diesen komischen Paketen. Ja, ich gucke gleich. Ich gucke mir das hier gerade mal an. This is urgent. Oh, was zu essen. Das sieht etwas verlassen hier aus. Wenn du mal hierher kommst. Guck mal da. Und das, deswegen sollten wir das Geld aufheben. Nice. Weil hier können wir uns nochmal schön auffüllen. Geil, ich trinke jetzt auch mal ein Soda und einen Snack. Alter, wie viele Snacks können wir denn hier bitte schön tragen? 15. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, Alter. So. Das ist ja mal geil. Die Frage ist eher, wie viel in diesem Automaten ist. Hier ist noch was zu essen. Was frisch ist. Ja, ich habe schon gegessen. Erfolg, Big Spender. So, hier sind auch noch Alkohol und Münzen. Na, Käffchen? Geilen Kaffee. Ich habe einen Kaffee getrunken. Daily Grind. So, aber ich glaube, im Großen und Ganzen müsste hier, glaube ich, nichts großartig ist noch Alkohol mehr und sein, Essen. Außer Alkohol, Essen. Be a good neighbor. Sei ein guter Nachbar. Mhm. Und ein bisschen Randale mit den Stühlen, ne? Das muss man uns nicht sagen, dass wir gute Nachbarn sein sollen. Wir sind nicht das Problem. Ja. Okay. Kommst du? Wollen wir hier nicht erstmal gucken? Da kommen wir nicht rein. Oh. Weil wir müssen hier rüber. Oh. Auf die Röhre. Beziehungsweise wir kommen da noch nicht rein. Ich wollte gerade sagen.
Kommst du? So cool. Denn oh mein Gott. Eine Kinderkrankenstation. Jetzt fragt man sich natürlich, Kantine, Kinderkrankenstation, war das ein Krankenhaus? Hier sind Buntstifte und ein Schiff. Ne? Ich muss mir das hier gerade mal in Ruhe angucken. Ich finde das gerade voll interessant hier. Aber die Frage kommt halt auf, was war das hier? Ja? Wehrt sich das im Laufe des Endes? Aber das sieht hier sehr nach Mädchen aus. Ja, allgemein so kindermäßig, ne? When I grow up, I want to be a lawyer. Hier liegt noch Stoff direkt bei mir. Ah, da, ja. Genauso hier. Vielleicht kriegen die Babys jetzt ganz neue Bedeutung. Jetzt, wo ich sie höre. Ja. Genau in dem Gang sind sie nämlich. Da kam mir schon ein, zwei entgegengeflogen. So. Observation Room A. Oh, hier geht's auch weiter. Gehen wir erstmal hier weiter oder wo? Lass uns vielleicht erstmal hier weitergehen. Weiß nicht, ob der Bereich oder der Bereich. Einer von den beiden ist sowieso zum Weitergehen. Ah nee, das sind zwei Gänge, ein... Ja, eben. Links. Ich hab schon was hier gehört. Kommt das. Und guck mal da. Wen haben wir denn da? Ja. Willst du mich verarschen? Der ist tot. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist nämlich der andere Gang, den du eben da hattest. Ja, hier ist auch nichts mehr. Der ist tatsächlich tot. Der berührt sich nichts mehr. So. Voilà. Ja, guck irgendwas mal da. Ist hier anscheinend gewaltig schiefgelaufen mit den Mutationen, ne? Und den Forschungen. Und jetzt kannst du dir selbst erklären, was hier eigentlich so los war, ne? So viel zu schief gelaufen mit den Mutationen. Ach du Scheiße. Das ist sozusagen das abgesaugte Fett vom Boba Jet, Fett. Wir sind jetzt bei 28,50. Wollen wir vielleicht hier eine Pause machen? Ich wollte gerade sagen, dann lass mal hier. Ich guck nochmal kurz hier unten, ob hier noch was ist. Bevor wir hier was triggern. Ich weiß nämlich nicht, ab wann wir wieder was triggern. Genau. Ne? Deswegen würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir dann weitergehen und irgendwas triggern, höchstwahrscheinlich, ne? Ich denke mal. Also, tschüss, ciao, euer Livers und auch von mir vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.